Matthias Richling. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Nee, bitte. Bitte nicht stören. Ich muss den Koalitionsvertrag durcharbeiten, weil ich dann in die SPD eintreten will, damit ich bestimmen kann, wer regiert. Verstehst du, der normale Wähler ist ja nur noch Makulatur. Wenn Sie gewählt haben, haben Sie ja nur bestimmt, wer ins Parlament reinkommt. Wenn Sie wirklich bestimmen wollen, wer regiert, müssen Sie Mitglied der SPD sein. Und diese SPD-Mitglieder müssen jetzt also 185 Seiten durchackern in, 14 Tagen. Der normale SPD-Mitgliedschaftskandidat, der schafft ja in einem Jahr nicht mal einen Loro-Roman durchzulesen. Obwohl natürlich der Koalitionsvertrag ein Loro-Roman ist. Sie gucken hier Mindestlohn, Rente, Mehrrente, frühere Rente, frühere Rente. Was heißt denn frühe Rente? Die Lebenserwartung ist in den letzten 20 Jahren, um das 20 Jahre gestiegen. Verstehen Sie? Wer vor 20 Jahren 20 war, ist heute 40. Stellen Sie mal vor. Und dafür sollen Sie 2 Jahre mehr arbeiten. Nein, das ist eine unbescheidene Frauenquote. Reicht nicht eine, Andrea Nahles? Ich bitte Sie. Nicht wahr? Also Mindestlohn, das sind doch alles Wunschvorstellungen, Träume, Kitsch. Reiner Kitsch, von dem wird doch nichts realisiert. Es war doch beim letzten Koalition, war es doch genauso beim letzten Koalitionsvertrag. Was haben Sie alles versprochen? Weniger Steuern, weniger Armut, mehr Rente, mehr Alter, mehr Jugend, mehr Sonne, weniger Regen. Nichts davon gewesen, nichts. Das Einzige, was Sie durchgesetzt haben, weniger FDP. Das haben Sie hingekriegt, nicht wahr? Ja, los, so. Da sagt dann, ja, noch. Da sagt Herr Gabriel ungerührt, ist ein bisschen schwierig nachzumachen. Sozusagen, wir haben also die SPD sozusagen im Koalitionsvertrag sozusagen wiederbelebt, sozusagen, nicht wahr? Wir haben durchgesetzt, die Rentner können sich auf ihr Alter verlassen. Wir haben die SPD zum größten Kindergarten der Republik erklärt und wir sagen, soziale Gerechtigkeit ist für uns, wenn schon nicht alle gleich reich werden können, können wenigstens alle gleich arm sein. So. Wenn Sie jetzt den Zusammenhang verloren haben, sind Sie reif für die SPD. Ja, also, das ist ja Theater. Das kommt. Braucht man sich nicht zu wundern, dass Frau Merkel Mitleid hat mit der SPD. Mit der SPD hat ja Frau Merkel den Notnagel auf den Kopf getroffen, wenn sie sagt, was? Nein, das war noch nicht der Satz, lass mich doch in Ruhe. Die SPD ist 150 und so eine Partei muss man feiern, wie sie fällt. Und deswegen ist nur noch die Frage, kann Herr Gabriel mit mir alleine regieren oder braucht er dazu die Stimmen der SPD? Wir haben deswegen versucht, die SPD-Basis zu befrieden, zum Beispiel mit Produkten wie der doppelten Staatsbürgerschaft zum Beispiel. Herr Seehofer und Herr Friedrich, wer immer das ist, also waren zwar dagegen, weil sie Ausländer prinzipiell für kriminell halten, aber das ist keine Fremdendiffamierung. Herr Seehofer, Herr Friedrich meinen ja, sie sind kriminell mit dem Doppelpass. Also nicht das Fremde, das Deutsche ist das, was aus ihnen die Gefahr macht. Gucken Sie sich Herrn Friedrich an. Ja. Wenn Sie in Ihrem Heimatland sind, sind Sie die friedlichsten Menschen auf der Welt. Wenn Sie nach Deutschland kommen, werden Sie zu Bestien. So. Und deswegen haben wir die Ausländer der SPD zugeschanzt. Ansonsten haben wir auch Einigkeit erzielt beim Thema NSE und der Ausspioniertaktik von Homosexuellen. Und die geschlechtliche Gleichschaltung der Geheimdienste. Ist bei mir weiter unter diskursiver Beobachtung. Ansonsten habe ich mich durchgesetzt bei meiner Haushaltsführung. Ich sage Ihnen jetzt schon noch einmal, mit mir wird es keine Steuererhöhung geben. Ich weiß nur noch nicht, wann das sein wird. So. Ja.
Das ist schon. Da brauchst du dich nicht zu wundern, dass Herr Seehofer sich als wahrer Kanzler vorkommt. Nicht wahr, wenn er dann sagte, ja, meine Damen und Herren. Er lacht immer so komisch. Sagt, ja, meine Damen und Herren, ja. Also um die Angela kann ich mich besonders gut kümmern, seit mein letzter Schoßhund eingeschläfert wurde. Ja, also die Angela frisst mir aus der Hand, gerade beim Thema Betreuungsgeld. Ja, ja, bitteschön. Ja, und wenn sie nicht brav ist, dann werde ich sie auch einmal zwingen zu einem Gesetz, das Hundewindeln vorschreibt für Yorkshire Terrier. Oder Freilaufgeld für Hühner, die nicht in Hetas, in Henne-Tagesstätten untergebracht werden können. Ja, ja, also Sie sehen, mit der Angela mache ich betreutes Regieren. Ja, ja, ja. Dafür bekomme ich kein Betreuungsgeld, aber die Angela würde ich auch keinem anderen anverantworten. Ja, 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 um die kümmere ich mich schon selber. Ja, meine Güte, bei diesem, also wirklich. Da braucht man sich nicht zu wundern bei dieser Vorgabe, wenn es am Ende überhaupt gar keine große Koalition gibt, sondern vielleicht doch schwarz-grün, nicht wahr? Oder grün-schwarz oder nur grün oder gar keine Regierung. Warum denn nicht? Gar keine Regierung. Das hat auch in den letzten 4 Jahren oft wunderbar auch geklappt. Na, jedenfalls muss man sagen, 185, das kann ich jetzt schon. Wer darüber abstimmt bis zum Ende der Woche, ich war von dieser SPD, bei dir beweist doch, dass er das gar nicht gelesen haben kann. Ist ja unmöglich. Ja, glauben Sie, Frau Merkel, Herr Gabriel, haben das durchgeackert, Herr Seehofer? Glauben Sie, haben das gegengelesen? Ach, war im Leben nicht. Deswegen kann man heute schon mit Fug und Recht sagen, von der alten Regierung hatte man immer schon das dumpfe Gefühl, sie hätte keine Ahnung. Von der neuen Regierung haben wir es jetzt schon ganz genau, das kann ich sagen. Natürlich.